Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Suchradar-Webinar. Heute dreht sich alles um das Thema Content Marketing Analytics. Und Alexander Holl will heute aufzeigen, wie effizient sind eigentlich Ihre Content Marketing Maßnahmen und wie kann man das bei Google Analytics tracken. Dann kommen wir auch schon zum heutigen Speaker und zwar zu, ich habe glaube ich gar nicht mein Bildschirm übertragen. So, jetzt müssen Sie es sehen. Ich hoffe, es passt jetzt so. Genau, kommen wir zu Alexander Holl. Er ist Gründer und Geschäftsführer von 121 Watt und wirklich ein Pionier im deutschen Online-Marketing. Er war bei Alta Vista und Yahoo in führenden Positionen tätig und ist jetzt Referent bei der Google Partner Akademie zum Thema Analytics. Und er hält, glaube ich, schon zum dritten Mal in Serie, also quasi in den letzten 3 Jahren, ein Webinar beim Suchradar. Und das freut uns wirklich sehr. Kurz zu meiner Person. Ich bin Projektleiter beim Suchradar und ich werde heute das Webinar im Hintergrund für Sie moderieren. Ja, dann kommen wir zum Ablauf. Wir werden es so handhaben, dass Alexander seinen Vortrag halten wird und Sie schon während des Webinars Fragen in den Chat posten können. Es hilft mir immer, wenn Sie die Foliennummer dazu schreiben, dann kann ich die Fragen besser bündeln und wir können sie am Ende des Webinars besser beantworten. Noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Das aktuelle Suchradar ist auch erschienen. Diesmal dreht sich alles um das Thema Videomarketing und wie gesagt, das können Sie natürlich kostenlos runterladen oder als Printversion auch kostenpflichtig erwerben. Abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie alle Webinaraufzeichnungen von BlueFusion und vom Suchradar. Diese Webinaraufzeichnungen werden Sie später auch dort finden. Was steht noch an? Am 29. September wird es ein Webinar von BlueFusion zum Thema Wie fit ist mein AdWords-Account geben? Cora Rotenbecher und Ricarda Overbeck werden Sie dort durchführen durch das Webinar und da können Sie sich schon mal kostenlos für anmelden. Alle Termine finden Sie natürlich auch auf unserer Suchradar-Webinar-Seite. Ja, das war es schon von mir und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim heutigen Webinar. Und ich hoffe, die Technik hält und wir schalten jetzt live nach München zu Alexander Holl und hören uns gleich bei der Q&A-Session wieder. Viel Spaß! So, sehr schön. Hallo und herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank schon mal, Fabian, für diese nette Einführung. Kann man mich erstmal hören? Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Und kann man das sehen? Ich höre dich klar und deutlich. Super. Ja, es ist noch nicht der Vollbildmodus. Ja, genau. Den machen wir jetzt. Der Fabian hat mich ja schon nett angekündigt. Und tatsächlich bin ich aber nicht in München, sondern in Frankfurt, weil ich nach diesem Webinar werde ich einen sehr interessanten Auftritt hören, nämlich von Sheryl Sandberg, der die Nummer 2 bei Facebook und dieser Zetsche, dem Chef von Mercedes-Benz. Mal gucken, was die sich sozusagen haben. Deswegen bin ich ja tatsächlich auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Aber freue mich, dass ich heute hier bei euch mal das Thema Content Marketing Analytics so ein bisschen referieren darf. Und vielleicht nur noch so 2, 3 Worte. Der Fabian hat ja eigentlich quasi alles gesagt. Ich war mal irgendwann bei Alta Vista und war bei Yahoo und bin Gründer und Geschäftsführer 121 Watt und wir sind ja so im Bereich Seminare und ich referiere eigentlich immer so bei uns die Google-Welt schwerpunktmäßig SEO und Analytics. Und deswegen tatsächlich habe ich so einen Fuß in beiden Welten und ja, wir machen Content-Marketing. Ich habe irgendwann 2008 angefangen zu bloggen, damals noch unter der Alexander Holl. Und das machen wir auch unter der 121 Watt und wir sind ganz zufrieden. Also ich habe jetzt mal, ich war gestern im Zug, war da in Bamberg, habe da mal SEO eingegeben. Man sieht, es kam hier in Bamberg ein italienisches Buffet raus, das hat mich auch überrascht. Aber tatsächlich, wenn man mal unter den bezahlten Anzeigen sieht, haben wir eine Nummer 1 Position unter dem Begriff SEO. Und
Nur falls wir anwesende SEOs haben, die sagen vielleicht, ah, ist alles personalisiert. Nein, ist es nicht. Man sieht das hier. Wir haben tatsächlich schöne Ergebnisse. Und jetzt haben wir aber folgende Herausforderung irgendwann gehabt. Und ich kann mal sagen, über so einen Artikel wie Was ist SEO, kriegen wir so circa 150 Sitzungen pro Tag auf unserer Seite. Aber die Frage, die sich natürlich irgendwann stellt, heißt, was bringt das alles? Und vielleicht muss ich einen kleinen Rückschritt machen, bevor wir jetzt uns das in Analytics ansehen. Wir haben ja doch eigentlich so eine kleine Evolution von Inhalten gehabt, weil früher in einer Zeit vor Panda, da haben wir oft SEO-Inhalte gemacht und wenn wir die so mal getrennt haben in so Editorial Contents, also eher Inhalte, die Nutzer auf die Seite bringen, eher Hilfeinhalte und vielleicht eher produktorientierte Inhalte, haben wir eigentlich immer diese unsäglichen SEO-Inhalte tatsächlich auch dargestellt. Und das hat mal so ein kleines Beispiel hier rausgenommen. Man sieht hier, so war die Welt mal bis zum August 2011. Und dann kam ja Panda und seitdem müssen wir eigentlich vielleicht ganz andere Erfolgskriterien an unsere Inhalte legen. Nämlich nicht nur einfach Rankings und Hauptsache die Leute kommen irgendwie auf die Seite und klicken dann auf einen Werbebanner, was vielleicht so bei Editorial Content oft das Ziel war. Oder wenn wir so Product Content hatten, dass wir sagten, Hauptsache, wir haben gutes Ranking und dass die Nutzer die tatsächlichen Inhalte nicht sehen. Das ist sogar eigentlich beabsichtigt. Und das Ganze hat sich aber durch Panda geändert, weil plötzlich eigentlich dieses ganze Thema SEO-Content nicht mehr funktioniert und wir machen plötzlich echte Inhalte. Und deswegen hat sich auch tatsächlich vielleicht ein bisschen die Zielstellung verändert, nämlich dass wir, ja, wir wollen Rankings und wir wollen Sichtbarkeit, aber plötzlich kommen solche Themen wie wir wollen, dass die Nutzer ihre Aufgabe erfüllen. Und diese Inhalte sollen möglicherweise was für unsere Brand machen. Und zum Zweiten, wenn wir uns so auf den Product Contents, also das heißt, wir schreiben Inhalte, zum Beispiel, wenn wir ein SEO-Seminar haben, dann wäre das für uns ein Product Content. Und ja, auch da geht es um Rankings, um Sichtbarkeit, aber vielleicht auch um direkte Transaktionen. Und ich möchte sogar, dass in beiden Fällen diese Inhalte sichtbar sind. Jetzt habe ich nur das Problem, meine ganzen Metriken haben sich komplett geändert, weil plötzlich ist mir unglaublich wichtig, dass wenn ich gute Produktinhalte schreibe, dass ich daraus direkte oder mindestens mittelfristige Konversionen kriege. Und auf der anderen Seite, wenn ich Editorial Content habe, sowas wie Was ist SEO, dass wir tatsächlich irgendwie einen Brandeffekt haben und einen langfristigen Beitrag. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, kann man eigentlich sagen, alles, was wir machen im Bereich Brand, und das wird gleich die Aufgabenstellung ein bisschen beschreiben, ist eigentlich zeitverzögerter Umsatz. Nämlich, ich mache heute Brand Marketing, damit ich vielleicht irgendwann in einem Monat, in 2 Monaten, in 4 Monaten vielleicht tatsächlich auch zu einem Erlös komme. Und jetzt kommt ja immer die Frage, wie aber messe ich den Erfolg? Und ich habe so ein bisschen recherchiert im Vorhinein und bin über einen Beitrag der Absatzwirtschaft gestoßen, die sagten hier, 44% der deutschen Unternehmen betreiben Content Marketing intensiv und erste Ansätze davon haben 38% implementiert. Und jetzt sieht man aber weiterhin auch den Erfolg von Content Marketing messen, misst der Großteil der Unternehmen am liebsten auf Basis von Sitzungen bzw. Klicks und vielleicht noch allerhöchstens noch für sowas wie die Verweildauer oder vielleicht sowas wie Absprungrate. Aber wenn man sich sowas ansieht, dann muss man auch wieder sagen, das ist eigentlich zu wenig. Da sind wir so zurück in den 90er Jahren. Ich habe selber Marketing in den 90er Jahren gelernt und immer, wenn ich keine Ahnung hatte, was das Ganze gebracht hat, dann sage ich, war irgendwie gut für die Marke. Und da haben uns dann Leute wie dieser John Wanamaker geholfen. Der sagte, half the money I spend on advertising is wasted and the trouble is I don't know which half. Aber das kann nicht unser Anspruch heute als Digital-Marketer sein, dass wir sagen, wir produzieren was. Wir haben die ganzen Analyse-Tools zur Verfügung und kommen eigentlich nicht weiter als auf Sitzungen und Klicks. Und deswegen die kleine Herausforderung persönlich. Ja, ich glaube total, dass uns unsere eigenen Content-Marketing-Strategien helfen. Aber
Wenn ich mir den direkten Umsatz ansehe, nämlich das, wenn Nutzer auf Artikel, die wir geschrieben haben, zum Beispiel auch zum Thema, was ist die Absprungrate oder was bedeutet Not Set in Analytics, der direkte zuordnenbare Umsatz, das werde ich später auch mal in Analytics zeigen, betrug für das ganze Jahr 4.250 Euro. Und wir haben seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, haben wir einen Content Marketing Manager. Und ich kann, ohne jetzt ein Geheimnis zu verraten, der verdient mehr als diese 4.250 Euro. Aber natürlich gehe ich zu ihm hin, zum Christian, und sage, was hat das Ganze eigentlich gebracht? Und 4.250 wäre einfach zu wenig. Und das heißt, bis heute, bis auf ein paar Newsletter-Anmeldungen, müsste ich vielleicht den gesamten Wertbeitrag sagen, ja, das war dann am Ende doch wieder Brand oder Image. Und das ist genau das, was ich nicht haben möchte, und möchte tatsächlich zeigen, wie man mit Analytics auch einen langfristigen Wertbeitrag feststellen kann. Und unsere Grundthese hinter dem Content Marketing, weil uns das selber so stark beschäftigt hatte, war eigentlich das, was hier der Avinash Kaushik, so einer der bekanntesten Webanalysten, geschrieben hat: No one is going to sleep with you on the first date. Okay, maybe a few will. Aber unsere These hinter dem ganzen Thema Content Marketing ist, so glauben wir, dass das funktioniert, ist, dass Nutzer, die Artikel von uns lesen, die gehen das erste Mal auf die Seite und sagen, ach, das ist ja interessant. Und die kommen zweites Mal auf die Seite vielleicht und sagen, ach, ist interessant. Und die gehen drittes Mal auf die Seite, das ist interessant. Und vielleicht beim vierten oder fünften Artikel, den die lesen, entscheiden die sich und sagen, Mensch, die waren alle so interessant, die Artikel. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Alexander auf Google Analytics Seminar. Und damit haben wir aber massiv Probleme in Analytics, weil Analytics ist immer dann stark im Standard, wenn ein Nutzer auf die Seite bei Ihnen kommt, etwas liest und dann eine Transaktion macht, zum Beispiel in unserem Fall eine Seminaranmeldung. Und deswegen haben wir uns jetzt verschiedene Szenarien tatsächlich dargestellt, um zu überlegen, so wie können wir das messen. Und Szenario 1 ist, ein Nutzer kommt auf einen Inhalt, den wir gemacht haben. Und wenn hier in der Klammer 1 steht, dann heißt es ja, innerhalb einer Sitzung. Aber eigentlich, was wir wissen wollen, vielleicht im nächsten Schritt, wäre nicht nur, hat er eine Sitzung produziert, sondern ist er abgesprungen oder nicht. Aber dieses Thema Absprungrate macht in Analytics durchaus Probleme, auf das ich noch später kommen werde. Das nächste aber, was ich wissen würde, ich würde gerne wissen, ob der sich eigentlich nicht nur auf der Seite war, sondern ob der tatsächlich auch sich damit auseinandergesetzt hat, sprich also, ob der das gelesen hat, was wir geschrieben haben. Es könnte ja durchaus sein, dass jemand auf die Seite kommt und nach 5 Sekunden schon wieder weg ist. Und im nächsten Schritt würde ich nicht nur gerne wissen, ob der Nutzer gekommen ist auf der Seite, ob er draufgekommen ist auf die Seite, ob er tatsächlich das gelesen hat, sondern auch, ob er damit zufrieden war, was er gefunden hat. Und vielleicht im nächsten Schritt, ob er das auch geteilt hat. Und ich habe ein zweites Szenario, das ist relativ einfach zu messen. Kommt auf die Seite, geht auf eine Produktseite und kauft. Gibt ein zweites Szenario, das ist vielleicht ein bisschen anders. Kommt auf die Seite, liest einen Inhalt durch und guckt sich einen Inhalt, einen transaktionalen Inhalt an, sprich eine Produktseite. Dann wüsste ich, mein Content hatte vielleicht einen Wertbeitrag zur Markenwahrnehmung, weil es gibt durchaus Nutzer, die kommen auf ihre Seiten, die lesen ihre Inhalte und sagen, großartig, toll, weiß eigentlich gar nicht, was die so richtig machen. Und dann gibt es vielleicht ein viertes Szenario eines Nutzers, das heißt, er kommt zu Ihnen, geht auf den Produktinhalt, zum Beispiel in unserem Fall auf ein Seminar, und geht dann auf den Content und dann wieder zum Produkt zurück und kauft. Und da würde man plötzlich merken, dass dieser Inhalt eigentlich gar nicht so sehr dazu diente, Nutzer auf ihr eigenes Unternehmen aufmerksam zu machen, sondern der kam über ihr Produkt, auf ihre Produktseite, und der Content ist in dem Fall Trust. Aber auch das ist alles noch in einer Sitzung und recht mit einfachen Bordmitteln Analytics darstellbar, und das werde ich auch, wie gesagt, noch zeigen. Die Schwierigkeiten kommen aber immer dann, wenn der Nutzer, und das ist das Szenario, das wir glauben, vielleicht in einer Sitzung zu ihm kommt, dann 3 Tage später in einer zweiten Sitzung nochmal einen Inhalt von ihm recherchiert und dann vielleicht auf eine Produktseite geht und dann kauft. Oder sogar sagt, ich komme auf die Seite, lese einen Inhalt, komme 4 Tage später, lese wieder einen Inhalt, abonniere einen Newsletter, kriege eine Newsletter-Aussendung, sehe wieder einen Inhalt und komme dann in einer weiteren Sitzung auf eine
Seminarseite oder auf eine Produktseite und kaufe dann. Und das sind eigentlich so verschiedene Szenarien, die wir uns angeguckt haben, wie wir die mit Analytics messen. Und ich möchte jetzt den ersten Schritt und werde das auch ein bisschen live zeigen. Das heißt also, liest überhaupt jemand, was wir schreiben? Und das ist immer relativ einfach. Das heißt also, ich könnte jetzt beispielsweise hier in Analytics gehen und ich rufe jetzt mal hier so einen Bericht auf und wir gucken uns mal so einen Standardbericht an. Und ihr könnt jetzt mir also angucken. Ja, ich zeige das mal live, wenn es in Ordnung ist. Und ich vergleiche hier das Quartal 4 mit dem Quartal 3. Und ich habe hier einen Bericht. Und man sieht hier, wir haben hier unsere ganzen Blogartikel. Und das ist dieser Was ist SEO-Artikel. Und man sieht in Hinsicht auf Seitenaufrufe, wie sich das verändert hat. Und tatsächlich haben wir insgesamt ein Wachstum von 34,54% in Seitenaufrufen gehabt. Ja. Und dann könnten wir uns hier einen Wert ansehen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit dem Seitenwert. Das ist ein kumulierter Wert und der auch nicht einem wirklichen Wertbeitrag entspricht, aber der in einer relativen Wahrnehmung einen so ein bisschen hilft, mal so eine Einschätzung zu machen. Und auch hier sieht man, dass der Wertbeitrag tatsächlich höher war. Und das ist durchaus eine Möglichkeit, das bietet auch Analytics im Standard. Aber wenn man vielleicht solche Analysen macht, dann vielleicht ist es besser, dass man gleich ein bisschen mehr Arbeit sich macht. Das heißt also, wenn man im Standard sowas wie Seitenaufrufe oder Sitzungen protokolliert, dann könnte man das vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver machen. Und zwar in dem Fall, dass man einfach auch noch eine zusätzliche Überprüfung macht, was wir mal angelegt haben, dass wir sagen, wir haben verschiedene Autoren. Und wie ist der Wertbeitrag der einzelnen Autoren, die bei uns den Blog schreiben? Zum Beispiel sieht man hier in meinem Fall, ich habe 8,11% mehr Einstiege gehabt in diesem Vergleichszeitraum und tatsächlich einen höheren Seitenwert. Und man sieht hier einen anderen Autor von uns, den André Goldmann, der hatte eine geringere Steigerung gehabt, hatte aber einen geringeren Wertbeitrag geschaffen, hat aber insgesamt immer noch mit seinen Artikeln einen ganz leicht erhöhten. Und so könnte man sich das zum Beispiel ansehen und vielleicht schon mal ein bisschen bessere Analysen machen, nämlich indem man sich überlegt, welche Segmente, zum Beispiel sowas wie Autor, könnten hier noch interessant sein. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich immer hier mal einmal live reingehe und die Verzögerung ist nicht zu lange. Oder als weitere Variante, in dem Fall, das ist ein sogenanntes eine Content-Gruppe innerhalb von Analytics und wir werden auch im Nachgang wird der Sucher da nochmal, ich habe ein paar Hinweise gegeben, ein paar Links zur Verfügung gestellt, wie man sowas dann auch tatsächlich baut. Und man sieht, das ist auch hier drin. Aber wir haben bei uns zum Beispiel auf dem Blog, und wir machen ja Content Marketing, haben wir verschiedene Gruppen von Inhalten, zum Beispiel SEO-Inhalte versus Analyse und Optimierung. Und dass wir uns tatsächlich solche Dinge dann eben auf Basis von Gruppierungen ansehen. Und das kann man sehr schön zusammenfassen, so dass man sagt, welchen Wertbeitrag haben eigentlich unsere Artikel rund um das Thema Google Analytics hier im Schwerpunkt. Und man sieht, die höchsten Wertbeiträge haben die Artikel zum Thema Online-Marketing. Und jetzt kommen wir aber in das nächste Szenario. Das wäre eigentlich immer noch Standardmessung. Aber ich wüsste gerne vielleicht nicht nur die Nutzer, die auf die Seite gekommen sind, und die abgesprungen sind oder nicht, weil es gibt durchaus ein Problem in Analytics. Das heißt, eine 100% Abschwungrate hat immer noch keinen Hinweis darauf, ob Nutzer das tatsächlich gelesen haben. Das heißt, ein Nutzer, der auf die Seite kommt, einen Artikel liest wie den Was ist SEO-Artikel und 6 Minuten drauf bleibt, versus einem Nutzer, der auf die Seite geht und nach 5 Sekunden, 5 Sekunden drauf bleibt, wird in Analytics eigentlich identisch aussehen. Um sowas aber messbar zu machen, also ob Nutzer auch tatsächlich engaged sind, sprich sich mit den Inhalten auseinandergesetzt haben, muss man dann doch ein bisschen mehr machen. Und die Idee dahinter wäre eine Art angepasste Abschwungrate, dass man sagt, vielleicht ist es interessant, wie viel die Nutzer, wie viel die zurückgelegt haben auf der Seite in Hinsicht auf Prozent oder wie viel Pixel die zurückgelegt haben oder bis zu welchem Element
die tatsächlich gekommen sind. Beziehungsweise, und das verwenden wir, um in einem ersten Schritt mal den Erfolg zu messen, dass wir sagen, wir verwenden eine Funktion innerhalb von Analytics, die heißt Events oder Ereignisse. Mit denen kann man zum Beispiel nach 75 Sekunden ein Event schicken. Und die Idee ist, wenn ein Nutzer noch zu diesem Zeitpunkt da ist, dann hat er das tatsächlich gelesen. Sprich, dann haben wir das mal gesagt, ist ein echter Leser oder ein True Reader. Und was man sich hiermit mal angucken könnte, und ich habe das mal hier als tatsächlich Screenshot, man sieht hier diverse Artikel. Und hier haben wir diese True Reader Conversion. Was bedeutet in dem Fall, 69% verbleiben länger als diese 75 Sekunden auf der Seite. Aber ich habe zum Beispiel Artikel, die unterdurchschnittlich performen. Das heißt also, die Nutzer sind 20% sind weniger als diese 75 Sekunden da im Vergleich zum Seitendurchschnitt. Wer ist es denn? Ich habe hier Artikel, wo Nutzer überproportional viel Zeit drauf verbringen. Und die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, was können wir hier lernen? Was können wir von den guten Artikeln lernen, um die schlechten vielleicht auch tatsächlich besser zu machen? Und wie man sowas integriert, haben wir in einem Blogartikel auch mal hier zur Verfügung gestellt, da einfach mal Absprungrate 121 Watt bei Google eingeben. Und da haben wir auch dargestellt, wie man das technisch integrieren würde. Jetzt kommt das nächste Szenario. Liest jemand im Detail und ist auch tatsächlich zufrieden? Weil nur weil jemand liest, kann immer noch dazu führen, dass am Ende der Nutzer sagt, oh, alles großartig oder nicht eben großartig, fand den Artikel lange, aber nicht hilfreich. Und was man dazu machen müsste, und das werde ich jetzt mal wieder live zeigen, ist, ich sage mal das in einem ersten Schritt und würde jetzt hier mal auf Google einmal gehen. Ja. Und jetzt sieht man hier diesen Artikel. Ja, das ist ja das ist jetzt genau das, was hier nicht sein sollte, während ich live im Webinar bin. Sowas macht mich nervös, darf ich das sagen ganz kurz? Gut. Dann muss ich das tatsächlich hier mal darstellen. Und zwar, die Idee ist, wir haben so einen Artikel wie zum Beispiel Google Analytics Ressourcen und wir fragen bei jedem Artikel am Ende ab, ob dieser Artikel hilfreich war. Ich komme gerade nicht drüber hinweg, dass unsere Seite gerade irgendwie Probleme hatte. Und zwar, dass wir hier nochmal am Ende der Seite fragen, nach jedem Artikel, wie hilfreich war dieser Artikel? Zum Beispiel gar nicht hilfreich, weniger hilfreich, eher hilfreich oder tatsächlich sehr hilfreich. Und das heißt, die Voraussetzung, um sowas zu messen, wäre die Integration einer Rating-Skala. Und den nächsten Schritt, damit wir auch das überprüfen müssten, würden wir hier etwas verwenden, was sich in Analytics Events nennt. Und wir haben das mal dargestellt, wie man das in Google Tag Manager anlegen würde. Das möchte ich jetzt nicht im Detail darstellen. Wir haben das einfach mal in den Unterlagen zur Verfügung gestellt. Aber die Idee ist, jedes Mal, wenn ein Nutzer auf einen Button klickt, der sagt, dieser Artikel war sehr hilfreich oder auch weniger hilfreich, dann senden wir ein Event an die Analytics-Server. Und im nächsten Schritt muss man dann hier tatsächlich einen benutzerdefinierten Messwert anlegen. Das haben wir aber sehr detailliert beschrieben. Und jetzt gehe ich nochmal bei uns in die Webanalyse. Was wir nämlich dann tatsächlich erhalten, ist auch eine qualitative Bewertung eines Nutzers, nämlich tatsächlich, ob der hier zufrieden war. Und wir haben das mal Artikelbewertung genannt und ich würde das jetzt mal hier aufrufen und zwar in dem Fall tatsächlich für einen aktuellen Zeitraum. Und man sieht, wir haben hier 152, wenn man so möchte, Artikelbewertung. Und 87 davon sagten sehr hilfreich. Und beispielsweise hier, ich habe hier 14 Bewertungen für diesen Was ist SEO-Artikel und sehe, dass der überwiegend sagen die sehr hilfreich. Und wir hatten einen, der sagte etwas anders als erwartet tatsächlich. Und ich freue mich natürlich über alle positiven Bewertungen und das ist natürlich immer, was man so intuitiv gerne macht. Viel wichtiger ist aber oft, dass man sich diese Bewertungen ansieht, nämlich die nicht hilfreichen, weil wir wollen ja was besser machen auf der Seite. Und jetzt sieht man beispielsweise, hier gab es zwei negative Bewertungen.
zu einem Artikel, den wir geschrieben haben, Analytics Datenschutz. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum? Und die Voraussetzung dafür war, dass wir das angelegt haben, aber damit können wir dann schon mal auch Analytics auch operativ anfassbar machen, indem wir nämlich tatsächlich wissen, sind Nutzer nicht nur auf der Seite gewesen, haben Klick produziert, sondern sind die auch tatsächlich zufrieden? Und warum wir glauben, dass das auch so wichtig ist, Google hat sehr explizit ja gesagt, für uns ist es tatsächlich wichtig, dass Nutzer auf unseren Seiten und auf ihren Seiten, dass sie ihre Aufgabe erfüllen. Und jetzt kommen wir in den nächsten Schritt und das Szenario heißt, liest jemand und ist zufrieden und interessiert sich für uns. Weil nur jemand sagt, ich fand diesen Artikel hilfreich und gut, heißt noch lange nicht, dass der überhaupt verstanden hat, was wir als Firma machen. Es kann sein, die schreiben tolle Artikel, aber ich weiß überhaupt nicht, was die machen. Und die Grundidee, die hier dahinter steckt, heißt, kommt auf einen Inhalt und besucht eine Produktseite. Und auch das werde ich jetzt mal live zeigen, wie das tatsächlich aussehen würde. Und wir gehen nochmal hier bei uns in unseren Web-Analytics-Bericht und schauen uns das Ganze an. So, die Grundidee, die dahinter war, wir hatten das mal eine Konversion. Und das zeige ich mal mit ein bisschen aktuelleren Daten, dass wir nicht jetzt hier im März sind, sondern zeige das mal auf Basis von beispielsweise Augustdaten. Und was wir jetzt sehen ist, wir haben die Logik gehabt, wie viele Nutzer sind über einen Artikel eingestiegen, sind aber dann auf eine Produktseite weitergegangen. Und man sieht hier beispielsweise, wir haben insgesamt eine Konversionsrate von 1,83%. Das heißt also, von 100 Sitzungen, die über einen Blogartikel von uns entstanden sind, haben zwei tatsächlich auch eine Markenwahrnehmung gehabt. Das Interessante sieht, was man aber sieht, ist, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt also, wir haben Artikel, die führen zu sehr geringen Wahrnehmungen, wie beispielsweise dieser Artikel hier. Und dann gibt es Artikel, wie beispielsweise auch dieses Google Analytics und AdWords-Verknüpfung, wie macht man das so richtig, haben sich 10% danach eine Produktseite von uns angesehen. Und die Voraussetzung und die Logik dahinter, um das darzustellen, war, dass wir in Analytics ein Ziel anlegen. Und zwar das Ziel ist in dem Fall nicht eine erfolgreiche Transaktion, sondern das Ziel ist einfach nur der Aufruf einer Produktseite. Und in Analytics ist es ja immer möglich, einen Wert auch zu hinterlegen. Und ich würde immer allen empfehlen, tatsächlich einen Wert auch zu haben. Und jetzt kam die große Frage, was könnte man hier als Wert tatsächlich darstellen? Und in dem Fall haben wir uns entschieden für den Durchschnitts-CPC bei AdWords. Und in der Idee, wenn wir auf andere Art und Weise Nutzer auf die Seite, auf Produktseiten von uns bringen müssten und das beispielsweise über AdWords machen würden, dann würden wir im Durchschnitt 5 € zahlen. Und ich zeige das mal ganz kurz als Beispiel bei uns. Das ist jetzt aus einem Dashboard in Analytics raus und das ist die Entwicklung der CPCs über die Jahre hinweg. Und dann sieht man, 2011 lagen wir bei 3,30 € und jetzt hier bei 5,92 €. Und deswegen haben wir uns mal einfach im Mittel, haben wir uns diese 5 € genommen, um einen einigermaßen vernünftigen Wert zu haben. Was machen wir jetzt mit diesem Wert? Was wir uns angucken, ist tatsächlich, und das würde ich jetzt noch mal ganz kurz live zeigen, ist so eine Art Medienäquivalenz. Ja? Das heißt, nachdem wir hier 207 Product Page Conversions hatten, also Nutzer, die eine Produktseite von uns aufgerufen haben, multipliziert mit 5, hatte im August der Inhalt, die Inhalte, die wir hier geschrieben haben, so eine Art Wertbeitrag von 1.035 € gehabt. Das könnte ich ja beispielsweise mal vergleichen auch mit dem Vormonat. Moment, das mache ich mal jetzt richtig und habe das jetzt mal hier mit dem Juli verglichen. Und jetzt sieht man, haben wir ein Wachstum von 10,7% gehabt. Das heißt also, die Inhalte haben einen leicht höheren Wertbeitrag gehabt. PR-Leute haben früher sowas genannt, Medienäquivalenzanalyse und das mal auch dargestellt als kleines Beispiel, wie sowas in Analytics aussehen könnte.
Und jetzt machen wir was, was einfach ist in Analytics. Das heißt, liest jemand und ist zufrieden und interessiert sich für uns und macht eine Transaktion. Dafür ist Analytics geschaffen, dafür ist es perfekt. Aber hier sieht man natürlich auch ein sehr limitiertes Ergebnis. Das nämlich heißt, das sind Nutzer, die über unsere Blogbeiträge gekommen sind. Und tatsächlich, man sieht, zwei haben sich für ein Seminar angemeldet innerhalb eines gesamten Jahres, die über den Was ist die Artikel gekommen sind. Und einer über PageSpeed-Optimierung und einer über Online-Marketing-Tipps. Das ist diese 4.560. Und wenn ich jetzt ein Investment von vielleicht 50, 60, 70, 80.000 Euro habe in Content Marketing, dann müsste ich, wenn ich auf der Basis eine Analyse mache, sagen, das müsste ich jetzt eigentlich lassen. Aber das ist ein einfaches Szenario, das ist ein Standardziel, was man anlegt, beziehungsweise in dem Fall hier Enhanced E-Commerce von Analytics. Aber, und das ist, glaube ich, das schwierigste Szenario, aber das wahrscheinlichste Szenario. Nämlich liest jemand und ist zufrieden und interessiert sich für uns und macht aber später eine Transaktion. Das heißt, dass er vielleicht drei, vier, fünf Blogartikel gelesen hat und dann erst in einem Zeitverzug das tatsächlich gemacht hat. Und hier sieht man so nochmal dieses Szenario. Sitzung 1 Content, Sitzung 2 Content, Sitzung 3 Content, Sitzung 4 Content, dann auf eine Produktseite und dann die Transaktion. Und wenn man sich mit Analytics beschäftigt oder diesen Herausforderungen, die wir heute haben, dann kommt sehr oft so dieses ganze Thema Attribution. Das heißt also, Nutzer brauchen oft mehrere Wege, bevor sie tatsächlich langfristig zu einer Konversion kommen, so wie wir alle ganz normal als Menschen sind. 95% der Diskussion beruht aber immer auf Marketingkanälen. Ah, der Impuls kam zum Beispiel über eine Facebook-Werbung und dann hat der eine Remarketing-Anzeige gesehen. Und erst sehr viel später kam der Nutzer vielleicht über eine Google AdWords-Anzeige, hat dann geklickt und dann konvertiert. Und das ist eigentlich das, was man sich im Großteil zum, rund um das Thema Attribution immer in Analytics ansieht. Was aber wäre, wenn man vielleicht einen ganz anderen Ansatz wählt und sagt, naja, irgendwie die Inhalte, die ich schreibe, sind ja eigentlich so eine Art zuführende Quelle. Das heißt, die verschaffen einen ersten Eindruck zu meiner Seite. Das heißt, der Nutzer ist überhaupt auf uns über einen Artikel aufmerksam geworden. Und jetzt könnte man eigentlich diese gleiche Logik erstmal anwenden, die man aus diesem ganzen Thema User Journey kennt. Nämlich, es gibt sogenannte vorbereitende Interaktionen oder beliebige. Also das heißt, die Nutzer sind über diese verschiedenen Artikel oder Medien auf uns aufmerksam geworden. Und letzte Interaktion bedeutet, das war der letzte Kanal, bevor der Nutzer sich tatsächlich entschieden hat zu kaufen. Und erste Interaktion ist, das war der Kanal, über den der Nutzer auf uns aufmerksam wurde. Und das ist vielleicht das mit interessanteste Szenario. Und die Voraussetzungen, die wir hierfür machen müssen, um das später auch darzustellen, sind sogenannte Channel Groupings in Analytics. Und die Vision, wie das jetzt erstmal aussehen könnte, und dann werde ich vielleicht noch das auch gleich nochmal live zeigen, heißt, was wäre, wenn ich das wie folgt hier darstellen könnte, nämlich, dass der Impuls bzw. der erste Zugriff auf meine Seite kam in dem Fall über einen, wie man hier sieht, über einen Blogbeitrag. Ja, und man sieht hier zum Beispiel eine komplette sogenannte User Journey eines Nutzers. Das heißt, der wurde auf uns über einen Blogbeitrag aufmerksam, ging dann dreimal auf die Startseite, kam dann auf Produktseiten, ging wieder über Startseite, kam auf eine Suchseite, das heißt, also er hat unsere interne Suche verwandt, ging dann wieder auf die Startseite, dann hat er sich einen Blogartikel durchgelesen, war dann auf einer Zertifikatsseite, wo wir ausbilden zum Digital Marketing Manager und man sieht tatsächlich, wie ein Nutzer über viele Wege tatsächlich zu uns gekommen ist und eben nicht einfach auf uns, auf die Produktseite prima passt. Und ich werde das jetzt mal gleich live zeigen, wie sowas auch aussehen wird und was die Voraussetzungen sind, vielleicht um das auch in Analytics anzulegen. Und zwar, ich werde das, ich habe mir das mal hier als Bookmark abgespeichert und die Idee war, wie ich das hier so genannt hatte, First Interaction Block.
und werde das jetzt oben hier mal auf das ganze Jahr festlegen. Das habe ich schon gemacht. Und wir gucken uns mal tatsächlich hier mit Live-Daten das mal an. Das mal ganz, und ja, und zwar jetzt in dem Fall gucken wir uns mal den gesamten Zeitraum 2016 an. Und was wir jetzt hier sehen, ist zum einen, man sieht jetzt mal nochmal diesen Weg, Blog-Startseite. Man sieht, dieser Nutzer hat tatsächlich hier auch 12 Konversionen gemacht, also sprich 12 Seminaranmeldungen. Oder beispielsweise dieser Nutzer kam ursprünglich über einen Blogbeitrag, viermal auf die Startseite, hat dann sogenannte Vertrauensseiten bei uns gesehen, Trust Pages, kam dann auf die Startseite und hat gebucht. Und das Interessante ist, der Nutzer kam tatsächlich auch über einen Facebook-Beitrag, den wir auf unserer eigenen Facebook-Unternehmensseite beigetragen haben, kam auf die Seite und hat dann tatsächlich hier zwei Seminare mit einem Wertbeitrag von 1.680 € realisiert. Und was Analytics jetzt im Standard macht in diesem Bericht, ich zeige mal ganz kurz, wo der auch zu finden ist. Und zwar der ist zu finden unter Conversions, Multichannel-Trichter und Top-Konversionspfade. Und was der im Standard macht, ist, wenn ein Nutzer heute eine Konversion macht, ich plane zum Beispiel jetzt nochmal die Seminarmeldung, im Standard kann Analytics 30 Tage zurücksehen. Das ist die Standardeinstellung. Ich habe, damit wir tatsächlich auch mehr Daten haben, das hier auf 90 Tage mal insgesamt festgelegt. Das heißt, ich sehe tatsächlich bis zu 3 Monaten zurück, welche Kontaktpunkte hatte der Nutzer tatsächlich bei uns auf der Seite. Und jetzt könnte man ja in einem zweiten Schritt, könnte man sich auch noch fragen und sagen, gut, sehe ich also, das war scheinbar über SEO Trainee hier verlinkt, dieser Blogbeitrag. Aber ich wüsste mal gerne, was für ein Blogbeitrag das war. Und jetzt könnte ich mal Folgendes hier reingeben. Ich gehe jetzt mal hier den Zielseiten-URL-Pfad ein. Und was wir jetzt nämlich in dem Fall sehen, ist, mich würde nämlich interessieren, welche Artikel, also sind alle Artikel, funktionieren die alle gleichwertig oder gibt es noch besondere Artikel, die vielleicht einen höheren Wertbeitrag haben? Und auch hier sieht man, tatsächlich der erste Kontakt kam über den Blogbeitrag und zwar auch ganz genau welche. In dem Fall der Artikel Google Analytics Abschwungrate. Was heißt das eigentlich, die Abschwungrate, und wie kann man die im Detail definieren? Und man sieht jetzt auch tatsächlich in jedem einzelnen Schritt, was der Nutzer gemacht hat und was er sich hier gesamt angesehen hat, sodass ich nicht nur ein Gefühl habe, dass unsere Blogbeiträge wichtig sind, sondern welche das sind. Auch hier sieht man wieder, der Analytics Abschwungrate hat hier nochmal, hat ein Nutzer tatsächlich sich zu 3 Seminaren angemeldet. Und hier ein Blogbeitrag, der hat recht viele Sitzungen, aber der hat zum Beispiel nur eine Konversion geschafft. Insgesamt aber der gesamte Wert, den wir hier beitragen können, abseits dieser 4.250 €, die direkt gebucht haben, ist der Wert der vorbereitenden Aktion. Das heißt also, wo Blogbeiträge überhaupt eine spätere Transaktion vorbereitet haben, lag hier bei 44.535. Und jetzt habe ich plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung, weil ich Content Marketing plötzlich ganz anders darstellen kann und auch ganz anders vielleicht den Return darstellen kann, nämlich im direkten und indirekten Wertbeitrag. Und auch hier nochmal die Voraussetzungen, um das anzulegen, sind in dem Fall sogenannte Channel-Gruppierungen. Und ich habe hier auch nochmal den Hinweis gegeben, hier gibt es die Hilfe von Analytics, wie man diese Channel-Gruppierungen anlegt. Ja. Aber im Standard legt man die immer fest über meistens Quellen, zum Beispiel sowas wie AdWords, Organic etc. Aber diesmal war eigentlich die Idee, dass man eine Channel-Definition auf Basis der Zielseiten-URL definiert. Und innerhalb der eigenen Webseite versucht auch Segmente bzw. Kategorisierung der einzelnen Seiten zu finden, zum Beispiel Trust-Seiten und Startseite oder Produktseiten. Und die hier tatsächlich auch mit eingibt. Und dann in einem weiteren Schritt
sagt, ich brauche ein Konversionssegment. Das geht in diesen letzten Berichtsreiter, den ich gezeigt habe, in diesen Multichannel-Trichterberichten und sagt, bitte, gib mir jetzt immer dann den Wertbeitrag, wenn der Blog der erste Kanal war, mit dem der Nutzer tatsächlich auch einen Kontakt hatte bei uns. Und dann würde das, wenn man das hier so angelegt hätte, also hier sind diese Conversion-Segmente, wie man sieht, und jetzt würde man tatsächlich hier auf diesen 90 Tagen sehen, dass der Blog 41 Konversionen vorbereitet hat. Und dieser Bericht heißt, der ist eins drunter. Das ist nämlich der sogenannte Zeitintervallbericht. Auch hier sieht man, wie viel Zeit tatsächlich vergeht. Ja, das heißt also von dem Moment, wo der Nutzer auf einem Blogbeitrag war, bis es tatsächlich zu einer Konversion kam. Und man sieht, am Anfang passiert ganz wenig mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen. Das heißt also hier nach 5 Tagen, aber die meisten Konversionen im Content Marketing bei uns zumindest kommen hier in einem Zeitraum 12 bis 30 beziehungsweise 31 bis 60 Tage oder sogar darüber hinaus. Das heißt 94,13, ich habe das mal ausgerechnet, das Konversionswert wird nach 12 Tagen beziehungsweise mehr als 12 Tagen erreicht. Und hier kann man damit auch tatsächlich so einen Beleg anführen und sagen, Content Marketing funktioniert eben nicht unmittelbar als Transaktionsbeschleuniger, sondern ist Brand und damit zeitverzögerter Umsatz. Umgekehrt, auch wenn man zum Beispiel eine Newsletter-Anmeldung hier angelegt hat, dann sieht man eine Newsletter-Anmeldung, die sind sehr, sehr spontan. Das heißt, die lesen einen Beitrag und der Großteil entscheidet sich eigentlich quasi sofort, ob er diesen Newsletter bezieht oder nicht. Das heißt also, hier haben wir viel stärker Impuls, aber zu komplexeren Produkten braucht der Nutzer, wie wir das hier auch gesehen haben, in dem Bild davor, tatsächlich deutlich mehr Anlauf. Und ich habe hier das nochmal so ein bisschen zusammengestellt und ich komme jetzt tatsächlich ein bisschen zum Ende. Und das ist nämlich tatsächlich diese große Herausforderung, die wir haben bei der Analyse von Content Marketing. Wir hoffen natürlich immer, dass die Nutzer sofort sagen, ja, ich kaufe das Produkt, was ihr hier habt, aber tatsächlich das wahre Szenario heißt wahrscheinlich nein, Nutzer kaufen vielleicht beim ersten Mal, aber mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit später. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich hier in diesen 40, 45 Minuten recht gut darstellen konnte oder einigermaßen gut darstellen konnte, wie man mit Analytics vielleicht auch tatsächlich längerfristig den Wertbeitrag messen kann. Und übergebe jetzt an Fabian Haufner. Vielleicht nur noch mal ganz kurz: Wir werden diese ganzen Informationen und auch die Präsentation haben wir bei uns im Downloadbereich zur Verfügung gestellt und der Fabian wird das auch noch mal alles dann entsprechend versenden. Und ich freue mich jetzt auf Fragen, falls es Fragen gibt, beziehungsweise übergebe jetzt an Fabian.